Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, es ist eine ganze Weile her. Ich dachte mir, ich zeige euch mal den letzten Panzer, obwohl es ist nicht ganz der letzte, aber den letzten Panzer aus den großen Kisten, die man sich kaufen kann, wo man halt auch den Jizo rauskriegt. Also das Ding, was ich schon gezeigt habe in dem Video und den hier, den Bisonte, auch schon gezeigt habe. Und ja, das ist die Burask. Borat genannt. Sehr lustiger Panzer. Man kann auch noch die ISO rauskriegen, ISO 152K. Der ist allerdings wirklich schlecht, der Panzer. Das hat mich sehr gefreut, dass ich den hier noch gezogen habe. Und ich würde mal sagen, ich zeige euch das kleine Ding. Ja, ist ein kleiner, schneller Panzer. Also, der ist schon im Spiel, der ist jetzt nicht neu. Wir können ja trotzdem mal kurz drüber gehen. Ja, ein 2-Schuss-Autoloader mit 190 Damage, 190 Pen und 360 Schaden. Also ziemlicher Burst Damage. Die Gun hat ein schlechtes Handling, sehr, sehr schlechtes Handling. Also man muss sehr lange einziehen und so weiter, aber der Burst Damage ist halt sehr geil. Also man fährt halt hin, drückt seine 2 Schüsse innerhalb von 2 Sekunden und ja, nice, sehr viel Damage gemacht. 62 Sachen schnell und ja, ich würde mal sagen, wir legen los. Und ein Talmud hat das Ding auch, der grandios ist. Also den kann man tatsächlich auch wie ein Scout fahren. Natürlich in den Zauberwald, da wo man als Miet hingehört. Burask, sehr, sehr cooler Tank. Also hat mir sehr gefallen und bin ich auch schon ein bisschen gefahren. Wirklich lustiges Fahrzeug. Aber naja, das werden wir gleich sehen. Also ich würde euch wirklich raten, wenn ihr euch diese Kisten kauft, nicht auf die ISO zu gehen. Also wenn ihr irgendwie nur noch die ISO braucht und unbedingt nur noch die Kisten kaufen wollt, um die ISO zu holen, das lohnt sich nicht. Der Panzer ist nicht gut. Lasst es, bitte. Flehe euch an. Hat er mich aufgemacht, der Prosecco? Ist das gut? Nein, ich drücke ihn nur. Na, naja, der zweite penetriert. Das ist in Ordnung. Zwei von einem nehme ich, vor allem, weil der zweite auch nicht ganz durchgeziert war. Ich glaube, der erste auch nicht. Aber egal. Aber der hat mich nicht aufgemacht. Da habt ihr es schon. Diesen sehr, sehr guten Tarnet von diesem Panzer, den ich extrem feiere. Also wirklich. Der ist sehr, sehr geil. Gut, wir haben glücklicherweise auch 2 Heavys hier. Das ist ganz passend, die müssten halt nur mal ankommen. Nein, nein, der hat mir das Munilager. Oh. Okay, diesen einen Schuss will ich jetzt unbedingt anbringen. Sollte ich vielleicht nicht gerade auf den Links aimen. Oh, als ob der E-Mail. Ich bin so dumm, ey. Na ja, komm. Achso, der Links ist ja schon sehr nah dran, ey. Fuck. Lass mich mal bitte durch. Ach, lass mich doch durch. Na gut, da hätte ich ausweichen müssen tatsächlich. Verdammter E-Mail. Weißt du, es gefällt mir aber auch nicht, was hier passiert. Vielleicht möchte ich jetzt nach hinten ziehen. Dann nochmal versuchen, einen Clip anzubringen. Könnte es versuchen. Der auch schon wieder auf mich umengt. Kein Drecksack. Na los, komm schon, ey. Ein Schuss habe ich noch. Kann jetzt auch warten, um 20 Sekunden mein Munilager reparieren. Kommt auf das gleiche hinaus. Jetzt sagt mich, dass ich noch offen bin und der auf mich aimt. Okay, nein, tut er nicht. Komm. Ach, Mann! So, Munilager ist repariert. Oh nice, sehr gut, dass der Lynx da gerade gestorben ist. Sehr, sehr wichtig. Den Skoda, wenn ich den rausgeklippt kriegen könnte, der fährt allerdings weg. Verdammt. Okay, das war ein sehr schöner Schuss. Wichtig, wichtig, wichtig. Ach Mann. Ich glaube, wir können uns wieder an den Waldrand begeben, weil die von hinten gerade ziemlich hart gepusht werden. Und ein bisschen Damage will ich noch machen. Ärgerlich, dass mir da mein Munitionslager rausgeschossen wurde und ich mich deswegen so zurückziehen musste. Tatsächlich. Okay, eine 130 war noch nicht offen, das ist ganz, ganz schlecht. Warum werde ich vom 60 in im Zug eingeladen? Das ist mir doch Latte.
ganz gerne die Su finden. Oder auch nicht, je nachdem. Ja, Su können wir auf jeden Fall one-shotten. Die rollt so hoch, der Panzer. Das ist saugefährlich, was ich hier gerade mache, ehrlich. Oder ich aim darauf. Wo ging der Schuss hin? Jetzt mal ehrlich. Nein. Alter, nicht schon wieder mein Munitionslager. Meine Fresse. Was ist denn? Das ist die Arti. Sieh mal an. Kommt schon 5. Ah, der hat die 130 Grad den G-Saw geklackt. Genatzt. Och, das war ein sehr schöner Schuss. Ich verstehe nicht ganz, warum der HWK nicht einfach durchaimt und mich holt. Ist die Arti tot? Ja. Okay. Da hat das gemacht. Hätte ich sie mal nicht geraten. Egal, wir sehen uns gleich in der noch einer Runde wieder. Die war jetzt nicht so gut, sie war auch nicht so katastrophal, aber ja, ich spiele das auf jeden Fall nochmal. Gut, wer hätte gedacht, wir haben gewonnen. Weiter geht's. Bisschen ein Wunder, im Gegensatz zu World of Warships gewinne ich hier, wenn ich Panzer vorstelle. Da verliere ich ja mal direkt die Runden. Oh. Es ist keine schöne Karte. Jedenfalls nicht für so einen leicht gepanzerten Met. Egal. Das wird schon. Ich hab schon eine Idee, wo wir hinfahren. Was mache ich, was mache ich, was mache ich? Wie viele Mates gibt's? 3 Stück nur, allerdings auch ganz gut TDs. Leute, Leute, Leute. Ja, komm, fahrt alle los, fahrt alle los. Jetzt nehme ich auch nicht alleine nach rechts fahren. Was momentan so aussieht. Nein, TTB, wo fährst du hin? Davon mache ich das jetzt mal noch schnell abhängig. Komm schon, fahr los. Nee, dann lass ich's. Ich fahre da garantiert nicht nach rechts allein auf die Seite. Könnte knicken. Nicht mit dem Autoloader. Mit dem Einzelschuss-Miet wäre es vielleicht noch was anderes, aber nicht mit dem Autoloader. Na gut, spielen wir mal die Flanken in der Stadt rum. Das ist halt so. Geht jetzt nur nicht anders. Bei der T-77 dachte sich das Gleiche. Ja, ich fahr mal da rein. Können wir mal den Baum hier ganz gut umkippen. Machen wir das mal so. Dass er möglichst so fällt. Perfekt. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen mehr Tarnung. Und keine Gunpatchen. Anders kommt schon, seid blöd. Seid ungeduldig. Push dir einfach rum. Ja, komm, Tiger. Komm, 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 komm. Trau dich. Steht hier hinten schon was? Nee, tatsächlich nicht. Schon ein bisschen dumm, dass man darauf setzt, dass die Gegner die Geduld verlieren, aber das wird schon passieren. Komm schon. Na gut, der LTDB drückt da tatsächlich ganz gut. Können wir hier rum aimen. Da hinten ist nämlich, da geht's auch schon los. Okay, komm, zeig ich noch. Die musste ich jetzt anbringen, weil der Panther jetzt eh zugegangen wäre. Schade, dass die Mates dann nicht wirken konnten. Auf die Lore und sowas. Aber das war wichtig. Das war ein wichtiger Schuss. Dass die Lore dann wieder ein bisschen Damage. Das Problem ist jetzt nur leider, ich kann hier nicht rum. Was ich sehr gerne machen würde. Ich würde hier halt rumfahren. Aber das kann ich jetzt auch knicken. Ah, schade, ey. Warte mal, Panther, willst du wirklich spotten? Ich meine, wenn du unbedingt willst. Was zur Hölle? Wo kommt der denn her? Ich den getroffen habe mit diesem. So unpräzisen Panzer. Ich hoffe einfach mal, dass ich diesen einen Blindshot gegen den Panther getroffen habe. Der zweite hat er nicht getroffen, das hat man ja schon gesehen. Oh, nicer Spot für den Ferdinand. Oh, noch mehr Spot. Komm schon, nimm ihn raus, bitte. Ach, schade, ey. Warum haben die Heavys da jetzt verloren? Ich glaube, der 50 TP. Wollte auf mich durch, ey. Na komm, einen Schuss hab ich noch drin, den kriegst du jetzt auch noch. Oder auch nicht. Uiuiui. Ganz ruhig, Gebetiger. Gut, wir fahren jetzt raus aus der Stadt, ziehen uns nach oben. Weil ein Infight mit den Heavys überlebe ich nicht lange. Versuchen denen irgendwie anders zu helfen.
Obwohl, na, noch leben sie ja so ein bisschen. Wir machen das ja mal flankentechnisch. Ich bin gedeckt durch sehr viele TDs. Ich glaube, ich bleib mal hier und versuche das so irgendwie zu regeln. Komm, 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 komm. Seid schon blöd. Fahr doch hier lang. Ja. Gut, zwei sehr schöne Schüsse. Na, 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 E75. Ganz ruhig, mein Guter. TDs. 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 Hallo? Jungs, danke. Mein Gott, Alter, hat viel zu lange gelebt, ey. Nein, bitte keiner mehr. Oh, zum Glück, ey. Das wäre sehr ärgerlich geworden, wenn der mir einen Schuss hätte drücken können. Das spotten wir mal wieder kurz. Da hinten ist der G-Sor. Gut zu wissen. Ist noch nicht verloren. Tatsächlich, je nachdem, wie was die da links fabrizieren. Oh Gott, der aimt ja so böse auf mich. Schade, Blindschuss gegen den Panther hat nicht getroffen. Habe ich jetzt gerade gesehen. Das ist links wieder. Ich glaube, das wären die Lords schon da unten. War nicht so gut. Ist allerdings jetzt gerade leer, aber er zieht sich auch wieder zurück. Ich kann da nicht rumpushen, das geht nicht. Ja, hier unten ist durch. Keine Ahnung, was die jetzt die ganze Zeit machen. Komm, einen Clip will ich noch anbringen, dann war die Runde tatsächlich ganz gut. Warum kann ich nicht fahren, hm? Ist mir jetzt egal. Aber jetzt, ob du so schnell nachlädst. Jetzt hab ich so schlecht drin, ey, wirklich. Wer gibt's mir noch einen? Wichtiger Schuss, da ist diese Bulldogge mal tot. Nein, jetzt hab die Ololor da rumgefahren, ist verdammt. Ah, warum bin ich auch so reingeschaut gegen den Tiger? Verdammt. Ich weiß auch nicht, was die TDs so gemacht haben, dass der E75 auch so lange überlebt hat. Jetzt haben wir da keinen Tiermann da einen Einschussbereich. Jetzt mal ehrlich. Haben sie nicht gut gemacht. Ja gut, wenn ich mir das auch schon so ansehe, verstehe ich auch, warum sie es nicht gut gemacht haben. Der reiht ja gar nichts, der Charioteer. Egal, Michelle Evans, wir hatten eine ganz gute Runde, tatsächlich sogar durch den Spot. Die war leider verloren, haben, mir war noch besser im Team. Alter Schwede, vier Panzer mit 0 Damage und einer mit nur einem einzigen Schuss, ey. Ja, zwei mit nur einem einzigen Schuss. Uiuiui, das war eine nicht so gute Runde, aber egal. Ja, ich hoffe mal, ich hatte diese kleine Übersicht über den kleinen süßen Borat oder die Mini-Badget gefallen. Ja, das ist, wie gesagt, lustiges Fahrzeug. Ihr habt es gesehen, allerdings mit den Aim ein bisschen, dass die Schüsse manchmal ein bisschen rumtrollen. Gut, gegen den Tiger, da habe ich auch ein bisschen reingeschissen. Aber ansonsten, ja, habt ihr es ja in der Runde auch davor gesehen. Nicht der präziseste Panzer, aber hey, trotzdem macht er sehr viel Spaß, wie ich finde. Ja, und ich hoffe auch, dass ihr Spaß hattet mit dem Video. Und dass wir uns wiedersehen. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht wieder eine Woche warte, bis ein neues Video kommt, beziehungsweise dazu nicht komme. Also, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Und tschüssi.